Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Nightingale mit eurem Eric Vikings oder dem Grandelbart. Wir haben uns gestern absolut verbessert. Wir sind noch nicht ganz durch. Es fehlt uns jetzt aktuell noch hier die neue Textilstation. Dann fehlt uns hier noch ein bisschen die verbesserte Gerberstation. Da fehlt uns die Klinge. Die können wir jetzt hier einfach nochmal durchlassen, schnell. Das hätte ich jetzt fast vergessen, wenn wir jetzt eh wegreisen. So, zwei Klingen laufen durch. Haben wir alles da. Und dann brauchen wir geschnitztes Holz und dafür fehlt uns die verbesserte Werkbank. Jetzt hoffe ich, dass unser Essenzhändler da drüben die verbesserte Werkzeugbank noch hat. Wir haben die Essenzen da. Das sollte funktionieren, 162. Wir haben gestern unser eigenes Portal hier gebaut und auch die Karten. Und ich würde sagen, wir legen hier definitiv mega fett los. Ne? Portal öffnen, läuft. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ob wir hier auch nochmal Feindkontakt bekommen. Auf jeden Fall mal die Tür zu. Wir werden von drüben auf jeden Fall viel Eisen mitnehmen. Also Erze. Wir werden Holz mitnehmen, wir werden Stein mitnehmen. Wir werden jetzt das, was wir verbauen, gleich wieder auffüllen. Sonst kriegen wir da richtig Probleme. Wir haben die May dabei und die kann tragen ohne Ende. Sind wir hier fertig? Kann ich ruhig? Nee. Okay. So, ich trinke nochmal schnell einen Schluck. Ich habe einen Frosch im Hals, sorry. So, jetzt habe ich alles über die Tastatur gekippt. Kann ja gar nicht mehr. Wir machen das jetzt mal so. Hat keiner gesehen. Es ist manchmal wie verhext, ne? So, Portal geht auf. Und wir gehen durch. Boah, ist das göttlich, dass wir jetzt von zu Hause aus losreisen können. Von zu Hause geht jetzt alles. Wir müssen nicht mehr dahin reisen. Haben alles jetzt wirklich so richtig schön bei uns. Das finde ich gut. Das finde ich absolut toll. Das ist schon geil. Wenn du alles zu Hause hast, musst du dich um nichts mehr kümmern. Gehst ab und zu nur noch raus, holst deine Waren und deine ganzen Sachen. Gehst Missionen machen. In unserem Fall gehst arbeiten, ja. Schon geil. Ist schon richtig gut, ey. So. Und da das ja sowieso, ne, die Freitagsfolge ist jetzt heute, stehen wir auch kurz vorm Wochenende. Das heißt, da können wir es mal ein bisschen gechillter. So, alles bereit. Na klar. Wir sollten jetzt auch wieder hier auf derselben Karte sein. Sind wir auch. Absolut göttlich. Absolut göttlich. Ich würde sagen, wir fangen hier definitiv aber jetzt schon mal gleich an, hier die Steine zu hacken. Ich glaube, wir haben. Wir gehen einfach mal zum Essenzhändler. Oh, der ist wieder weit weg, ne? Ja, da müssen wir jetzt hier hoch und dann rechts rum. Ja, aber was wir jetzt hier so finden, können wir natürlich mitnehmen, ne? Ist ja ganz klar. Wir müssen es ja jetzt hier nicht liegen lassen. Wie gesagt, die May kann ja auch einiges tragen. Wir müssen halt bei den Schweinen aufpassen. Da war doch schon wieder irgendeine Essenz. Da hat doch gerade schon wieder Klatschen gehört, oder? Ja, na guck mal. Ja, Alter, wie lange hat das jetzt gedauert? Der Wahnsinn, du. Oh, da ist ein Eber. Bei dem würde ich es gern nochmal probieren. Mit diesem Schuss aufs Herz. Alter, tatsächlich. Wie gut bitte ist das? Es tut mir richtig leid um dich, aber wir müssen das üben. Und demnächst haben wir ja auch eine Waffe, ne? Da sind wir jetzt drauf und dran. Wir haben uns ja einiges gekauft. Das wollen wir natürlich auch sehen. Wir geben ja hier nicht umsonst aus, ne? Oh, ich glaube, wir werden heute das erste Mal dieses weiße Viech da sehen. Ich würde es gern sehen und ich würde auch gern mit euch da jetzt hinlaufen, um zu gucken, was passiert. Dafür lade ich hier schon mal nach. Es kann natürlich sein, wir machen jetzt mega den Arsch hoch. Das kann ich euch jetzt auch nicht garantieren. So. Wir müssen jetzt hier rein. Wir gucken uns das jetzt mal an. Guck mal da drüben. Oh, das ist dieser Bär.
Das ist der blaue. Hier haben wir was entdeckt. Okay, was haben wir hier? Das ist noch nicht ganz fertig gebaut. Okay, cool. Nehmen wir natürlich klar mit. Oh, es knallt hinter uns schon wieder. Ey, das können wir aber fertig bauen, glaube ich. Ich glaube, das ist hier irgendwie was zum Helfen, ne? Kann das sein? Ja, ja. Hier soll mir nämlich schon wieder jemanden helfen. Komm, das machen wir schnell. Das bauen wir uns jetzt schnell auf. Stöcke müssen wir noch reintun. Was haben wir hier noch? Stöcke. Und hier Steine. So, komm, das kriegt man schnell hin. Das ist ja alles jetzt hier im Endeffekt, ne? Oder das große weiße Viech, was wir da jetzt noch nie gesehen haben, wo wir aber voll neugierig sind. Ich definitiv. Das läuft uns auch nicht weg. Und das sehen wir auch auf der Map, wo es ist. Wir brauchen 6 Steine. Okay, uns ist jetzt halt nur, wir sind nur nass, aber das ist okay. Ich glaube, das meinen die hier, dass wir das hier aufbauen sollen. Für die 2, das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch Seil und Fell. Ja, aber Seil konnten wir doch nicht hier herstellen, oder? Hier Seil herstellen. Und? Ich kann kein Seil hier herstellen. Das ging hier nicht. Machen wir das bitte weg. Bauten primitiv, Erweiterung, Grundgeschichte, Lagerung. Nee. Also Seil konnten wir jetzt, so wie ich weiß, nicht herstellen. Aber wir können uns kurz hier ausruhen. Keine Ahnung. Das können wir ja immer noch abschließen. Das läuft uns ja nicht weg. Wo ist denn das Vieh jetzt hin? Jetzt ist es da oben. Im Gegensatz unserer Richtung auch noch. Okay, dann lass uns jetzt trotzdem erst zum Händler laufen. Und dann gucken wir mal, wo es ist. Huch. Dann gucken wir mal, wo das Vieh ist, wenn wir beim Händler sind und bei dem fertig sind. Morgen. Ja, ja. Alles gut, ich lasse euch in Ruhe. Ich überlege gerade. Oh, der ist echt weit weg, ne? Bin ich froh, dass wir uns dann einfach nach Hause teleportieren können. Ich hoffe, der hat jetzt auch diese erweiterte Sägebank, weil sonst... Schwierig, weil ohne die kriegen wir jetzt erstmal gar nichts auf die Reihe, weil wir brauchen das Holz. Ja, der muss die ja haben. Wer soll es denn sonst haben? Da unten wohnt er. So. So, Hiram, alte Gurke. Ich brauche da was nämlich von dir, weißt du? Verbesserte Herstellung. Sägetisch, da ist er. Auf. Leute, wir haben alles. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Ab jetzt geht es für uns richtig schottisch los. Jetzt würde ich aber gerne hier definitiv noch ein bisschen was aufräumen. Ein bisschen was looten. Ich hoffe, wir finden halt jetzt auch noch genug. Hier Steine und so definitiv mitnehmen. Und dann werden wir uns die absolut verbesserte Rüstung bauen. Dann geht das für uns nämlich jetzt richtig los. Weil wir haben ja alles stehen. Verbesserte Ausrüstungswerkbank und. Wir gucken natürlich jetzt gleich nochmal nach dem Viech. Bei der 10. Das ist jetzt actually hier oben. Es geht jetzt einmal hier das Ding rum. Ich würde es halt gerne sehen. Jetzt ehrlich, ohne Scheiß. Wir haben da jetzt auch schon lange noch drüber gewartet, dass wir es endlich mal zu Gesicht bekommen. So, das Edelstein hier, glaube ich, ne? Quarz oder sowas. Jetzt sind wir gefallen. Boah, dieses Spiel macht so unfassbar Spaß. Jo, es war mir fast klar, dass du jetzt auf mich zukommst. Wo ist es denn? Runtergefallen?
Jo, aber wenn es doch uns in Ruhe lässt, dann kommen wir hin, dann hauen wir ab hier. Es ist ja nur darauf bedacht, sein Revier zu schützen. Und wir sind ja gerade die Eindringlinge in dem Revier. So. Steine haben wir. Hier. Ganz wichtig. Okay, ich glaube, es kommt trotzdem. Ja, ja. Nee, es geht. Es geht, ist okay. Ja, es gewöhnt sich ja auch an uns, weißt du? Das Schwein merkt halt auch selber. Ey, pass auf. Die wollen nichts von mir. Ich will nichts von denen. Okay, hier haben wir Kohle. Oh, ich bin erschrocken. Das war der Herztreffer. Hab ich mich erschrocken, Alter, du blödes Schwein. Das gibt's ja wohl gar nicht. Sorry, Leute. Oh, mich hat's richtig verrissen. Du hörst es noch grunzen und dann denkst du dir, wird schon nichts passieren, Alter. Und dann auf einmal hängt's in dir. Wahnsinn. So viel zur gemütlichen Freitagsfolge, ne? Dann machen wir halt die gemütliche Samstagsfolge morgen. Aber wir werden jetzt halt viel brauchen, ne? Wir müssen jetzt halt auch viel farmen gehen. Das Gute ist, ich mach gerade wieder, hab's jetzt ein paar Tage Zeit, hier ein bisschen Vorproduktion zu machen. Heißt, ich kann dann auch mal ein bisschen hier so nebenbei farmen gehen. Und mal so ein bisschen was vollräumen. Das ist schon ganz wichtig. Und da wir ja die Karte jetzt gerade gespielt haben, dass unsere Herstellungskosten geringfügig weniger sind. Das ist schon ganz cool. Und die Ausdauer ist natürlich jetzt auch hier. Kneis haben wir auch oben. Kneis ist auf jeden Fall auch. Alter, wie stehst du da? Was ist los, Großer? Ein Block, nice. Stein. Erz haben wir auf jeden Fall. Ist das Erz hier? Nee, das ist alles Stein, Leute. Oh, da muss ich jetzt aber aufpassen hier. Dass wir uns nicht zu jallern mit hier Stein, weißt du? Mein Glas brauchen wir es auch. Ich würde sagen, die Brocken hier, die nehmen wir jetzt noch mit. Die May kann auch noch was nehmen. Ja, das ist wieder Kneis. Man erkennt es jetzt dann schon so langsam. Das ist Edelstein, Quarz. Das Blöde ist halt, wenn es alles runterfällt. So. Ja, nee, komm. Was haben wir hier? Gnaz, 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 Knutz, ja. So, wir gucken nochmal, wo das Viech ist. Jetzt läuft's actually. Guck mal. Jetzt, wenn wir jetzt hier runterlaufen. Direkt runter zu unserem Posten. Da ist der Viehturm. Komm auf, da segeln wir jetzt einfach. Darfst du aber wissen? Oh. Oh, das war knapp. Wir haben keine Ausdauer mehr. Boah, es macht auf jeden Fall irgendwas richtig Lärm. So, da unten kommt jetzt der See. Da müssen wir drum rum. Das Ding ist jetzt bald beim Viehturm. Also wir müssten das eigentlich sehen. Ich bin halt gespannt, was es ist, wenn das so ein Weltboss ist. Haben wir natürlich noch einen fetten Kampf jetzt heute noch vor uns, ne? Das läuft da drüben rum. Da ist es. Ich sehe es, Leute.
Ja, es ist definitiv weiß und es läuft darum. Es war auf jeden Fall groß. Da ist es. Nee. Nee, aber jetzt mal wirklich, es ist doch direkt hier vor uns. Alter. Jetzt bin ich aber auch geschockt. Oder ist es wirklich der da hinten? Ist das Viech da hinten? Das ist wie wirklich wie so ein Weltboss. Oder das will ich mir auf jeden Fall jetzt mal angucken. Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt irgendwie, ja weiß ich nicht, bekämpfen sollten, weißt du? Ob uns das gut tut. Aber wir wollen es wenigstens mal aus der Nähe sehen. Hantel, das darfst du nicht so oft machen. Es läuft hier definitiv hier geradeaus hoch. Auf dem Weg lang. Das heißt, es ist safe, dieses Schwein hier. Da. Jetzt will ich wissen, ob das... Das ist es auf jeden Fall. Let's go. Ja. Oh, der war gut. Wir haben Mock. Und Mock ist tot. Guck dir an, Puck ist da, Junge. Puck, Alter. Wie geht's dir? You have brought this creature its death. But wonder you how such a beast was born. The influence of the lesser fae is ne'er seen more strongly than in the mortal lives they twist. Much like yourself, these curiosities found themselves enmeshed in magical workings they could not fathom. Released from some hapless ritual or another, they returned home to find they were no longer quite kin to the rest of their kind, changed irrevocably from what was. The question you must ask when next you hunt a fabled one is this: are you putting this creature out of its misery? Or destroying something singular. Oh, fuck yes. Oh, wow. Boah, Puck, Alter. Echt jetzt? Wir haben ein Fabelwesen gekillt. Ja. Boah, das tut mir jetzt aber auch schon wieder in der Herzen, in der Seele weh, ne? Fabelwesenknochen. Ja, das war's. Hier. Knochen. Fabelwesenknochen, Teufelskeiler. Die knochenfurchterregender Gegner haben das Gewicht und die Kraft, die man sich von Streithämmern erwarten würde. Wenngleich sie im Kampf eher unpraktisch sind, sie können sich doch andere Funktionen erfüllen. Leute, ich glaube, wir können damit definitiv aber richtig Gas geben und richtig geile Sachen bauen, ne? So, ich würde sagen, wir reisen heim über das Rückzugsportal. Das heißt, wir lassen uns da abholen. Wir haben einiges mitgenommen. Ich würde jetzt trotzdem hier nochmal ein paar Äste und so weiter holen. Einfach gucken, was wir hier noch so finden. Also auch nochmal so ein
So ein Duffi. Ja, der geht aber weg. Ist okay. Der hat gesehen, was wir mit seinem Kumpel machen können. Und wir haben jetzt eh nur hier gerade den Schirm auf, weil es hagelt nämlich schon wieder wie Sau. Das nervt mich gerade. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was looten. Noch ein paar Pilze. So, jetzt werden wir gleich weggezogen hier, hoffe ich. Okay. So, ab geht das. Sehr schön. Leute, klasse. Wir haben auf jeden Fall unseren Tisch. Das letzte Puzzlestück oder das letzte Baustück, was wir noch brauchen. Das werden wir uns jetzt natürlich gleich hinstellen. Dann werden wir es bauen und dann werden wir gucken, was wir mal machen. Ne? Da müssen wir mal Gas geben jetzt hier. So. Dobi, dobi, dobi. Ah, das wird gut. Das wird gut. Jo. Zu kommen. Und durch das Portal können wir jetzt immer umherreisen. Das ist einfach nur so fantastisch. Ich glaube, dass wenn es jetzt natürlich offen bleibt, können wir immer in dieser Welt umher. Dann können wir von da looten ohne Ende. Da können wir uns ganzes Material holen. Da würde ich aber dann sagen, dass wir uns da die Wald-Aristokratenkarte machen. Weil da kommen wir nämlich bei unseren Gebilden raus und hatten an dem Strand überall Eisen, Steine und Quarz und so weiter. Ja, natürlich geil. Wenn das offen bleibt. Wenn nicht, müssen wir es halt spielen und dann einmal einen richtigen fetten Loot-Ausflug machen. So, jetzt wollen wir aber auf jeden Fall mal Gas geben. Wenn ich das nicht gelesen hätte damals mit dem Kletterpickel, wir wären jetzt noch nicht hier, wo wir jetzt sind. Dass ich den vergessen habe, so unfassbar, oder? Jetzt sehen wir zu, dass wir jetzt geschliffenes Holz meißeln können. Dass wir unsere ganzen Werkbänke aufstellen können. Und dann geht das los hier. Ja. Haben wir ein Fabelwesen getötet. Eieiei. Ja, aber ich denke, damit werden wir einiges herstellen können. Alles ist bereit. Ja, dann los. Wir sind schon lang bereit. So. Ist unser Portal auf? Jo, wir können wieder zurück. Es ist so gut. Es ist einfach nur so unfassbar gut, ey. So, wir machen Gleichwertiges natürlich wieder hier rein hier. So, da das aber jetzt auch Stein ist. Was mache ich denn? So, das ist nämlich auch Stein. Dann haben wir hier unsere Erze. Erzpulver. Maybe, weiß ich noch nicht, was wir damit genau anfangen. Schindeln? Schindeln? Okay. Wo habe ich eigentlich Edelsteine? Da unten. Ich wusste gar nicht, dass ich Edelsteine habe. So, Knochen. War doch bei Chitin und so ein Kram, ne? Hier, warte mal, hier kannst du rein. Chitin und Knochen. So, das ist hochwertiges Zeug. Alles klar, passt. So, Leute. Dann lass uns mal den Sägetisch verräumen. Mit C? Nee, mit B. Nee, wie war's? Mit V, ne? Mit V. Hä? X? Mit X war's. Mein Gott, manchmal. So, dann stellen wir uns jetzt kurz hier hin und bauen uns jetzt hier unseren neuen auf. Und zwar Mörser. Da ist er. Jo, der sieht gut aus. Oh, der ist groß. Alter, ist der groß. Leute, ist der groß. So, was braucht man? Bauholz 4, Klinge 2 und mechanische Zahnräder. Das ist doch okay. Das heißt, für uns, wir müssen herstellen. Viermal Metallplatte. So, wir müssen mechanische Zahnräder waren es. Wie viele? Zwei.
2 mechanische Zahnräder. Jo. Und Bauholz, ne? 4-mal, ja, das ist doch mal fertig. Bauholz. 4 Stück. Bestätigen. Läuft. Dann fehlt uns hier noch geschnitztes Holz. Und hier fehlt uns noch geschnitztes Holz und die Klinge. Klinge. Leute. Hab ich die Klinge nicht gebaut? Oder habe ich die jetzt hier schon reingepackt? Ach, die ist hier schon drin. Leute, dann ist der gleich fertig. Nein, nee, aufgepasst jetzt. Das ist nicht schlimm. Unsere Steintreppe geht kaputt. Was ist da los? Haben wir hier irgendwas Gleichwertiges, was man reinpacken kann? Nee. Ich mache mir hier auf jeden Fall jetzt mal diesen Graben hin. So, da gibt es einen hiervon. Nee, warte mal. So, so. Na, gibst du mir das Fleisch? So. Pass auf. Dann würde ich mir jetzt hier einmal so ein Ding gönnen. Das haben wir uns nämlich absolut verdient. Und dann packen wir den ganzen Kram hier rüber. Blaubeeren und so weiter. Haben wir noch Fleisch unten drin? Haben wir noch 2 Pilze? Mann, du. 20 Pilze. Dann können wir doch hier anfangen, nochmal ein paar Pflanzen zu knallen. So. Und das ganze Fleisch. Da fehlt uns aber jetzt nochmal ein bisschen Geäst. So, dann füllen wir jetzt kurz mal oben auf. Dass wir da nochmal die Produktionskette stehen haben. Das geht nämlich jetzt so gut hier. So, und dann können wir jetzt das ganze Fleisch nochmal abbrutzeln. Guck mal. Läuft, oder? Absolut geil. Produktionskette steht. So. Dann sind wir es doch jetzt schon fast hier, oder? Was ist denn los hier? Sei nicht, dass hier... Ah, hier fehlt. Mein Gott. Vergesse ich immer. Warte mal, lass uns mal hier auf jeden Fall noch mal ein paar Barren durchknallen. So, dann fehlt uns hier unten noch mal Brennstoff. Den füllen wir gleich noch mal auf. Dann können wir nämlich hier jetzt noch mal ein paar Barren durchlassen. Oder? Okay, passt. Gut. Erze und so weiter steht. Ah, das kriegt man hin. Wir sind dran. Alles gut. Das hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert. 11 Minuten. Das ist natürlich... Nee, 11 Minuten brennt das. Und 30, 40 Sekunden läuft die Metallplatte. Und dann brauchen wir Klingen. Klingen waren es noch, ne? 2 Stück, ja. Klingen, 2 Stück. So, die ist gleich durch. In 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Dann machen wir die nächste Klinge noch ran. Sehr, sehr geil. Und hier läuft gerade die mechanischen Zahnräder durch. Für das letzte Teil hier. Das ist schon geil, ne? Das ist schon absolut top, ey. Das freut mich. Dann haben wir gleich alles fertig. Huch. Einfache Werkbank. Jetzt kommt es mir gerade erst. Verbesserte Werkbank, die haben wir auch noch nicht stehen. Guck dir das an, du. Guck dir das an, du. Oh, das ist die bessere, ne?
Die ist auch ein Riesenlappen. Was brauchen wir hier? Mechanische Zahnräder, geschnitztes Holz und Bauholz. War das nicht schlimm? Mechanische Zahnräder brauchen wir nochmal. Eins, oder? Einmal. Mechanische Zahnräder, genau eins. Läuft durch. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier dran. Bam, fertig. Sehr geil. Und auch dann hier, bam, fertig, Klinge. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier geschnitztes Holz 2 und 4 sind 6. Geschnitztes Holz 6 mal. So gut. Oh, das läuft durch. Stab, Stock, wiedergewonnenes Holz, Balken. Es ist sowas von absolut geil. Es ist so gut. Was ist denn? Was ist denn? Was war das? Habe ich gebrannt? Oh mein Gott, ich habe gebrannt. Okay, das haben wir. Oh, ich habe gebrannt. Okay, wir haben alles. Dann können wir das jetzt einreisen. Das werden wir jetzt noch abschließend machen. Muss nur gucken, dass ich nicht was... So. Guck mal an, was wir jetzt alles noch haben. Boah, hier geht aber auch gerade alles kaputt. Was ist denn da passiert? Warum geht hier was kaputt? Muss ich hier was reinsetzen? Warum geht hier mit der Zeit unsere Base in Arsch? Ich meine, ich habe das Tool da, das ist jetzt alles kein Problem, aber man würde es halt auch gerne wissen wollen, ne? Hier. Unseren Bauhammer. Den haben wir ja da. Dann repariere ich jetzt mal schnell durch. So, mit der 5. Hier ist noch alles cool, oder? Das ist nur das Stück hier. Wie jetzt? Hä? Okay. Oh. Okay, die Treppe ist jetzt anscheinend doch nicht kaputt. Was soll ich da sagen? So, das haben wir Bauholz und geschnitztes Holz. Ja, dann haben wir noch ein geschnitztes Holz. Das ist ja kein Thema. Ein geschnitztes. Und wie viel? Viermal? Dann haben wir alles, ne? Jo, viermal Bauholz. Ist so gut, wenn es klappt, ne? Es ist einfach so gut, wenn es klappt. So gleichwertiges. Barren. Fasern. Knochen. Dann haben wir hier oben den Kram. Bauholz mache ich jetzt kurz hier rein. Und das Geschnitzte. Leute, wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind komplett durch. Dann würde ich jetzt sagen, ich gehe rüber in die nächste Folge. Der Grantel muss auch ins Bett. Der ist nämlich müde wie Sau. Man merkt es ihm jetzt schon mega an. So, die Barren kann ich natürlich jetzt auch hier rüber tun. So. Da habe ich hier Brand, Junge. Wie unfassbar ist denn das? So, die. Verbrauchen. Verbrauchen. Wir verbrauchen. So, dann sind wir durch. Leute, geile Runde. Wir gucken uns morgen die Werkbänke an. Ja? Und dann gucken wir mal, was wir so bauen können. Ich glaube, die Ausrüstung, da geht's los. Wir haben alles da, was wir brauchen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.